Hi aus Norwegen und herzlich willkommen zu diesem neuen Update-Video. Es geht auf die 2022.4.5. Herzlich willkommen zu diesem neuen Update-Video hier aus Norwegen. Die neue Version 2022.4.5 ist auf meinem Model Y Long Range aus China angekommen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, lasst mir doch gerne ein Abo da oder zumindest ein kleines Like für dieses Video. Dann freut sich mein YouTuber-Herz. Ja, was gibt es Neues in dieser neuen Version? Als ersten Punkt steht hier aufgeführt regeneratives Bremssystem im Autopilot. Ab sofort setzt Autopilot bei niedrigen Geschwindigkeiten das regenerative Bremssystem mehr ein, um die Effizienz zu erhöhen und das Fahrerlebnis zu verbessern, insbesondere im Stop-and-Go-Verkehr. Der verstärkte Einsatz des regenerativen Bremssystems sorgt für weniger Bremspedalgeräusche und sanftere Stopps. Ja, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Und dann haben wir hier als nächstes ein neues Feature, die Fahrzeugfarbauswahl. Und zwar mit der Fahrzeugfarbauswahl können Sie die Darstellung Ihres Fahrzeugs auf dem Touchscreen und in der Mobile App anpassen. Ändern Sie die Farbe der Außenseite Ihres Fahrzeugs durch Tippen auf Fahrzeugsoftware Farbauswahlsymbol oder mit Hilfe der Farbauswahl in der Spielkiste. Ja, eine nette neue Spielerei. Nun kann man sein Fahrzeug, so wie es hier auf dem Bildschirm angezeigt wird, ja, zum Beispiel, wenn man es foliert hat, auch andere Farben auswählen. Und dann haben wir noch als nächstes neues Feature. Speichern Sie Dashcam-Videoclips. Speichern Sie schnell Dashcam-Videoclips durch Hinzufügen des Dashcam-Symbols zu Ihrer unteren Leiste. Also hier unten der Leiste. Ich habe das Dashcam-Symbol hier schon hinzugefügt von vorher. Ja, drücken Sie lange auf ein beliebiges App-Symbol zum Aufrufen der Bearbeitungsmodus und ziehen Sie dann die Dashcam in die untere Leiste, um schnell darauf zugreifen zu können. Tippen Sie auf das Dashcam-Symbol zum manuellen Speichern eines Videoclips während der Fahrt. Ja, jetzt kann man also, wenn man hier draufklickt, während der Fahrt ganz einfach eine Dashcam-Aufnahme, also die letzten 10 Minuten der Fahrt speichern, zum Beispiel falls irgendwas passiert ist, irgendein Idiot komisch überholt hat oder sowas. Ja, das ist eine gute Neuerung. Und was jetzt auch neu ist, hier oben wieder, sind jetzt hier das Fahrprofil. Und hier ist wohl jetzt auch daneben, wenn ich das richtig sehe, ja, der Sentry Mode wieder, dass man den dort oben am Bildschirm einfach an- und ausschalten kann und hier einfach in seine Fahrprofileinstellungen reingehen kann. Vorher war das Ganze ja nur hier oben verfügbar. Das WLAN-Symbol ist jetzt auch hier oben zu sehen. Da kann man jetzt auch hier oben wieder den Schnellzugriff machen. Man muss also nicht immer den Umweg gehen und hier unten erst auf das Fahrzeugsymbol klicken, um dann hier oben einen weiteren Klick machen zu müssen und dann auf das Fahrprofil zu gehen oder ja in die WLAN-Einstellungen. Ja, also ein paar neue Verbesserungen des neuen User-Interface. Ich denke, da kommen noch mehr. Es waren ja einige nicht so sehr zufrieden mit dem User-Interface. Ich finde das neue Interface okay, aber ich verstehe die Kritik an den einigen Punkten, die gemacht wurden in vielen Videos im Internet. Die sehe ich auch genauso und ich denke mal, Tesla wird da noch nachbessern in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, dann gehen wir doch nochmal zur Fahrzeugfarbauswahl. Dazu muss ich hier, klickt man hier ins Menü hinein, geht dann hier unten auf Software und dann seht ihr jetzt hier unter, über dem Fahrzeugnamen ist jetzt so eine Farbauswahlmöglichkeit. Und hier kann ich jetzt quasi den Lacktyp auswählen, Vollton, Metallic und Matt. Und kann dann mir hier eine schöne Farbe auswählen. Dann seht ihr, wird das gleich direkt daneben auf dem Bildschirm angepasst in der jeweiligen Farbe. Ja, gucken, wenn ich hier Metallic drücke. Ja, das verändert sich dann auch und sieht interessant aus. Ja, ja, das ist schön. Wenn man hier nach unten dann das Plus-Symbol hat, kann man das wahrscheinlich so speichern für später und einfach so abrufen, denke ich mal. Und ich schätze mal, wenn ich hier klicke, komme ich zurück auf meine ja, echte Fahrzeugeinstellung, sage ich mal.
Ja, das sind die Neuerungen jetzt hier in der neuen Version in der 2022.4.5. Ja, als Navigationsdaten habe ich momentan aktuell die 2021.8-12875. Da würde mich mal interessieren, auf welchem Stand ihr seid. Und ja, das war es soweit auch schon wieder von diesem Update-Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, grüße euch aus Norwegen. Freue mich über ein Like, ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schöne Grüße hier aus Norwegen.